Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen, aber diese Mikrofonanlage ist ja beeindruckend präzise. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, vor einem so gelehrten Publikum sprechen zu dürfen. Ich hoffe, dass das bisschen, was ich Ihnen jetzt vortragen kann, vielleicht ein wenig interessant sein kann. Johannes Reuchlin und Philipp Melanchthon waren in ihrem wechselseitigen Verhältnis schon verschiedentlich Gegenstand gelehrter Aufmerksamkeit. Einen Schwerpunkt dieser Aufmerksamkeit bildete der Einfluss Reuchlins auf den intellektuellen und institutionellen Werdegang Melanchthons. Die folgenden Ausführungen versuchen, einen anderen Aspekt der Reuchlin-Rezeption bei Melanchthon in den Blick zu nehmen. Es soll darum gehen, was für ein Bild von Reuchlin Melanchthon im Laufe seines Lebens zeichnete. Die dafür gesichteten Quellen, neben der großen Reuchlin-Rede von 1552, insbesondere Briefe und Vorreden, legen schon von ihrer kommunikativen Pragmatik her die Vermutung nahe, dass es Melanchthon ein Anliegen war, ein bestimmtes Reuchlin-Bild zu verbreiten und unter Umständen sogar maßgeblich zu machen. Das macht es umso interessanter, danach zu fragen, welche Züge dieses Bild Reuchlins kennzeichnen und dabei auch auf Veränderungen oder Akzentverschiebungen zu achten. In der Darstellung folge ich dabei zunächst chronologisch den Briefen und Vorreden Melanchthons und vergleiche die dabei gemachten Beobachtungen anschließend mit der Reuchlin-Rede. Die dabei gewonnenen Eindrücke können freilich nur vorläufig sein. Eine Darstellung mit weniger vorläufigem Charakter müsste das gesamte publizistische Œuvre Melanchthons in den Blick nehmen. Und das war jetzt in Vorbereitung dann doch leider nicht ganz möglich. Beginnen wir also mit den Briefen und Vorreden. Zunächst ein ganz knapper Überblick über den Befund. Abgesehen von seiner Rede über Reuchlin erwähnt Melanchthon ihn zwischen 1514 und 1560 in 9 Vorreden, einem Nachwort und 17 Briefen, zu denen noch 3 Empfehlungsschreiben kommen. Die Texte verteilen sich einigermaßen gleichmäßig über den genannten Zeitraum. Eine auffällig große Lücke klafft allerdings zwischen 1524 und 1537. Wo klare Adressatenangaben vorhanden sind, wendet sich Melanchthon entweder an Mitglieder des Hochadels oder an Humanisten in unterschiedlichen geistlichen und weltlichen Stellungen. Interessanterweise und untypischerweise freilich kaum an Humanisten aus Oberdeutschland oder dem Schweizer Gebiet. Wie bereits angedeutet, werde ich in meiner Analyse der chronologischen Abfolge der einzelnen Stücke folgen. Dabei lassen sich mit Rücksicht auf das Bild, welches Melanchthon jeweils von Reuchlin zeichnet, 4 Abschnitte unterscheiden. Die Zeit bis zur Ankunft Melanchthons in Wittenberg 1518, eine kurze Phase unmittelbar nach dieser Ankunft, die nur das Jahr 1519 umfasst, sodann kurz vor der bereits erwähnten Pause ab 1524 ein Abschnitt, der sich erheblich von den beiden bisherigen Phasen unterscheidet und schließlich ab 1537 ein letzter Abschnitt. Beginnen wir am Anfang. Die erste im Melanchthon-Briefwechsel edierte Quelle ist die an die Leserschaft allgemein gerichtete Vorrede des jungen Humanisten zu den Clarorum Virorum Epistulae vom Frühjahr 1514. Es ist angesichts der Entstehungssituation und der intendierten Funktion dieser Briefsammlung wenig überraschend, dass Melanchthon hier ein ausnehmend positives Bild von Reuchlin zeichnet. Er rühmt die stilistische Klarheit des Pforzheimers und stellt ihn als Vorbild für die Jugend dar. Dem Beispiel dieses Germanorum Studiorum Antesignatus zu folgen, bedeutet nicht zuletzt, durch unermüdliche Praxis der griechischen und lateinischen Sprache sowohl die lexikalische und grammatikalische Kompetenz in diesen Sprachen als auch die Fehlerfreiheit in der eigenen Aussprache zu schulen. Ist Reuchlin damit insbesondere in seiner Kapazität als Philologe und Stilist beschrieben, so spricht Melanchthon etwa ein Jahr später in der an Hermann Graf von Neuenahr gerichteten Vorrede zur Edition des Osgetfulski Dialogus des Mariangelus Accursius ausdrücklich von Johannes Reuchlin, unserem Blutsverwandten, und beschreibt, wie dieser ihm die vorliegende Schrift,
die wiederum Hermann Graf von Neuenahr aus Rom mitgebracht hat, zur Tuchlegung anvertraut hat. Heinz Schalke hat ja klargestellt, wie es sich mit dieser Blutsverwandtschaft tatsächlich verhält. Die Annahme liegt also nahe, dass Melanchthon, wenn er hier von Consanguinitas spricht, den Begriff in einem eher weiteren Sinne verwendet, um seine eigene Beziehung zu Reuchlin zu betonen. Und aus dieser Vertrautheit wiederum die Ermutigung abzuleiten, sich nun selbst an den bestens vernetzten Graf Hermann von Neuenahr zu wenden. Einmal von der Consanguinitas abgesehen, erscheint Reuchlin hier durch die Tatsache, dass er für die Verbreitung des guten lateinischen Stils Sorge trägt, als Förderer der Studia Humaniora. Daran anknüpfend spricht Melanchthon wiederum im Frühjahr 1518 im Nachwort zu seiner griechischen Grammatik davon, dass sein hiermit angekündigtes Projekt einer Neuausgabe des Aristoteles im Urtext neben Willibald Pirckheimer, Georg Simler, Wolfgang Capito, Johannes Öko Lampart und Franz von Stadion, eben auch Reuchlin, im Übrigen hier erstmals mit dem Humanistennamen Capnio bezeichnet, zum Mitarbeiter haben werde, der, wie die anderen genannten, zu den Clarissimus Germaniae Viros gehöre. Alle drei genannten Texte sind bewusst an die humanistische Öffentlichkeit gerichtet und repräsentieren Reuchlin als hervorragendes Mitglied dieser Öffentlichkeit. Melanchthons Lob der latinistischen und gräzistischen Meisterschaft Reuchlins, die Betonung von dessen Sorge um den guten Stil, wie sie sich im Auftrag der Tuchlegung des Arkosius-Dialogs ausdrückte, und die Ankündigung gemeinsamer editorischer Arbeit am griechischen Aristoteles-Text richten den Blick der Leserschaft jeweils auf zentrale Anliegen des Humanismus. Zugleich spiegeln sie aber auch Melanchthons wichtigste außeruniversitäre Bezugsfelder vor seinem Wechsel nach Wittenberg und sein Bemühen, den eigenen Platz in der humanistischen Öffentlichkeit zu sichern, indem er seine Zugehörigkeit zum engeren Kreis um den angesehenen Reuchlin herausstellt. Gehen wir weiter, unmittelbar nach der Ankunft in Wittenberg. Die nächsten beiden vorzustellenden Quellen gehören ebenfalls dem Genus der Vorrede an. Es ist aber aus inhaltlichen Gründen angeraten, für 1519 von einem neuen Abschnitt in der Entwicklung von Melanchthons Reuchlin-Bild zu sprechen. Der junge Wittenberger Professor verortet seinen Patron nun nämlich in einem Zusammenhang, der bisher jedenfalls nicht begegnet ist. Die Vorrede zu seiner noch in Tübingen entstandenen, aber in Wittenberg bei Johannes Runenberg Anfang 1519 gedruckten ersten Rhetorik richtet Melanchthon an seinen Tübinger Schüler Bernhard Maurus. Er zeichnet seine eigene Lehr- und Publikationstätigkeit dabei in eine regelrechte Kampfsituation ein, in der sich Apostel, Kirchenväter und Humanisten auf der einen und Sophisten und Scholastiker auf der anderen Seite gegenüberstehen. Aus dieser Herde gibt es etliche, denen sich Erasmus noch nicht genügend bewiesen hat, der als erster auch nach dem Urteil der Doktoren die Theologie zu den Quellen zurückrief. Den Reuchlin kann diese Rotte nicht leiden, der die schönsten Bibliotheken vor den Flammen, vor dem Scheiterhaufen geschützt hat. Martin Luther kann sie nicht ertragen, weil er wahre Dinge anmahnt. Es ist soweit niemand von den wahrhaft Gelehrten, dem nicht von frecher Unerfahrenheit Gefahr hergekommen wäre. Die Causa Lutheri als Fortsetzung der Auseinandersetzung zwischen Reuchlin und den Kölner Dominikanern und Erasmus, Reuchlin und Luther als Verfechter wahrer christlicher Bildung gegen Bildungsverachtung. Melanchthon drückt hier geradezu paradigmatisch den zu diesem Zeitpunkt ja sehr weit verbreiteten Eindruck aus, dass Luthers reformatorische Anliegen sich in den Zusammenhang humanistischer Reformforderungen einordnen ließen, wie er sich etwa auch in hier gezeigten Holzschnitt der Historie von den vier Ketzern Predigerordens von 1521, den Tippfehler bitte ich zu entschuldigen, niederschlug, in dem Reuchlin, Ulrich von Hutten und Luther als Patronis Libertatis, einem Conciliabulum Malignantium gegenüberstehen, das sowohl Gegner Reuchlins als auch Gegner Luthers umfasst. Während die Stilisierung Luthers in diesem gerade genannten Melanchthon-Text relativ allgemein bleibt, spielt der Adfontes-Ruf, mit dem Erasmus charakterisiert wird, auf dessen Ausgabe des Neuen Testamentes an.
Und Reuchlin erscheint unter Rückgriff auf sein Gutachten zur Frage der Konfiskation und Verbrennung jüdischer Schriften als der schlechthinige Verteidiger und Bewahrer kulturellen Erbes. Dass Melanchthon die Anliegen seines bisherigen Förderers in einer Linie mit denen der Wittenberger Reformation rückt, ist ein gegenüber dem Bild, das er bisher von Reuchlin gezeichnet hat, neuer Zug, der sich auch in einem weiteren Dokument fortsetzt, der an die Theologiestudenten gerichteten Vorrede Melanchthons zu Luthers Operationes im Psalmus, ebenfalls aus dem Frühjahr 1519. Hier ist die Rede von einer mehr als 400-jährigen Herrschaft der Scholastik. Wörtlich spricht Melanchthon davon, dass die Kirche annähernd 4 Jahrhunderte in Babylon als Gefangene versklavt war, die nun von einer Hoffnung auf christliche Freiheit abgelöst werde. Und verantwortlich hierfür ist wiederum eine Reihe von Gelehrten, die die reine und ursprüngliche Theologie mitten ins Licht zurückgerufen haben, nämlich Erasmus, der der Kirche die Kenntnis der griechischen Sprache und den Urtext des Neuen Testaments geschenkt habe, ferner Wolfgang Capito, Johannes Öko Lampart, Andreas Bodenstein von Karlstadt, dessen Verdienste vor allem in der direkten Widerlegung scholastischer Theorien lägen, und wiederum Reuchlin, dem man die Hebraistik verdankt. Luther, dessen Psalmauslegung Melanchthon in dieser Vorrede ja insgesamt empfiehlt, begegnet in dieser Reihe nicht namentlich. Die Botschaft ist aber die gleiche wie in der vorhin genannten Vorrede zur Rhetorik. Reuchlin ist mit Erasmus und anderen Humanisten, zu denen eben auch die Wittenberger Theologen gerechnet werden, Teil einer Avantgarde, die gegen den Widerstand der Scholastiker der wahren Theologie zum Durchbruch verhilft. Reuchlins spezifischer Beitrag zu diesem Befreiungskampf besteht in seinem Einsatz für Kulturgut. Er hat Pulcherrimas Bibliothekas vor der Vernichtung bewahrt und in der Hebraistik, die ihn gewissermaßen zum Erasmus für das Alte Testament macht. Zwar gehört zu Melanchthons Reuchlin-Bild schon in den Tübinger Veröffentlichungen der kommunikative Kontext der Auseinandersetzung mit Reuchlins Gegnern, die explizite und polemische Zuspitzung und die klare theologische Klassifizierung dieses Konfliktes sind jedoch neu. Das Lob des Humanisten Reuchlin, wie es Melanchthon zuvor formuliert hatte, ohne damit die Beschreibung einer Konfliktsituation explizit zu verbinden, wird nun ergänzt durch die Einordnung Reuchlins in eine humanistisch-theologische Arbeitsgemeinschaft, die durch ihren Einsatz für wahre Bildung der Kirche zur Freiheit vom Joch der Scholastik verhilft. Die große Störung 1521 bis 1524. Der Enthusiasmus, mit dem Melanchthon seinen bisherigen Förderer Reuchlin und sein neues theologisches Vorbild Luther in einer Interessengemeinschaft verortet, wie er in den beiden Vorreden aus dem Jahr 1519 sichtbar wird, sollte sich bekanntlich schnell als fehlgeleitet erweisen. Nicht nur vermied Reuchlin es, sich auf die Seite der Wittenberger zu stellen, sondern er folgte einem Ruf nach Ingolstadt, und das ist ja nun die Universität, die für die Wittenberger untrennbar mit dem Namen von Johannes Eck, also einem der Luther eher gegnerisch Eingestellten, verbunden ist. Und Reuchlin versuchte, seinen bisherigen Protégé aus Wittenberg wieder abzuziehen. Melanchthons Bleiben in Wittenberg führte dazu, dass Reuchlin mit ihm brach. Widerhall findet dies in den Jahren 1521 bis 1524 in 3 Briefen Melanchthons. Recht knapp gehalten ist zunächst eine Mitteilung, die Melanchthon im März 1521 dem in Worms weilenden Georg Spalatin zukommen lässt. Aus Ingolstadt hat mir ein Freund über Reuchlin geschrieben. Reuchlin bittet, dass ich in der Unruhe der Dinge nicht an ihn schreibe. Ausführlicher ist dann die Reaktion darauf, dass Reuchlin nicht nur den Kontakt abgebrochen hat, sondern auch eine Neuregelung seines Nachlasses vornimmt. Ebenfalls an Spalatin schreibt Melanchthon im Oktober 1523, er habe erfahren, dass Reuchlin seine Bibliothek dem Pforzheimer St. Michaelisstift vermacht hätte. Während er als Grund dieser Entscheidung Reuchlins Bestreben, den Ruhm seiner Heimatstadt zu mehren, angibt, kann Melanchthon es gleichzeitig dann doch nicht vermeiden, darüber zu berichten, dass Reuchlin einst ihm selbst, und zwar in Anwesenheit von Zeugen, versprochen habe, dass er diese Bibliothek erben solle.
Als wahren Grund der Willensänderung vermutet Melanchthon daher nicht den Ruhm Pforzheims, sondern seine eigenen Beziehungen zu Luther. Und er formuliert nun ein Bild Reuchlins, das sich merklich von der bisherigen Darstellung unterscheidet. Zwar spricht Melanchthon von einer alten Freundschaft, die ihn mit Reuchlin und dessen Familie verbinde, betont dann jedoch, dass er sich unter erheblichem finanziellen Aufwand eine eigene Bibliothek aufgebaut habe und dass Reuchlins Bibliothek weniger bedeutsam sei, als man meinen könne. Außer vielleicht zwei Aldinen sei höchstens noch der hebraistische Bestand von Wert, doch selbst dies sei fraglich. Darunter ist abgesehen von der Bibel nichts, was ich für gut befinde. In Melanchthons bisheriger Darstellung Reuchlins gehörte dessen Liebe zu und Einsatz für das Kulturgut des Buches und insbesondere für die hebräische Literatur zu den Charakteristika des Reuchlin-Bildes. Umso mehr sticht diese abfällige Bewertung von Reuchlins Bibliothek heraus. Dass Melanchthon später in seiner Rede über Reuchlin zu einem abgewogeneren Urteil kommen wird, legt ebenso wie das, was wir ja über die Bibliothek inzwischen alles wissen, die Vermutung dann doch nahe, dass Melanchthon in diesem Brief vor allem seine eigene Enttäuschung schreibend verarbeitet. Ähnliches gilt auch für den Brief an den Nürnberger Patrizier Hieronymus Baumgart vom 31. Oktober 1524, mit dem Melanchthon das Angebot, die Leitung der neuen Nürnberger Schule zu übernehmen, ausschlug. Diese Ablehnung begründet er neben der Verpflichtung gegenüber dem sächsischen Kurfürsten damit, dass er den hohen Anspruch dieser Stelle nicht erfüllen könne. Reuchlin hat mich als Knaben nach Sachsen geschickt, ohne die Bürde zu sehen, dass ich nicht geeigneter für eine solche Sache war, als die Esel für die Lyra, wie man sagt. Dem Knaben fehlten nämlich die Lehrer. Auch wenn man bei dieser negativen Darstellung der eigenen Fähigkeiten den üblichen Humilitas-Topos nicht ganz außer Acht lassen dürfte, so ist doch eines von der Pragmatik der Aussage her deutlich. Aus der Förderung, die Reuchlin dem jungen Melanchthon angedeihen ließ, ist hier fast das Gegenteil geworden, nämlich eine Verschickung nach Sachsen, die geradezu einem Abbruch des Bildungsgangs nahekommt. Rückbesinnung 1537 bis 60. Fast 13 Jahre später, im Februar 1537, kommt Melanchthon erstmals wieder auf Reuchlin zu sprechen. Das Reuchlin-Bild, welches er erstmals in seiner an Pfalzgraf Philipp den Streitbaren von Pfalz-Neuburg adressierten Vorrede zu Caspar Helius' Überarbeitung von Burchard von Ursbergs Chronikum zeichnete, ist wiederum ein anderes als vorher. Melanchthon erinnert sich, so schreibt er, an Reuchlins Erzählungen über Philipp den Aufrichtigen von der Pfalz, den Großvater des streitbaren Philipp. Ich nenne die Beinamen deswegen, dass man die beiden nicht verwechselt. Dieser habe ein besonderes Interesse an der Geschichte entwickelt und dieses Interesse im Kreise der Heidelberger Humanisten ausgiebig gepflegt. Er habe etwa Vorträge des Wormser Bischofs Johannes von Dalberg oder auch von Rudolf Agricola gehört und diese beiden sowie Reuchlin darum gebeten, aus den vornehmsten griechischen Historikern und Poeten vieles in unsere Sprache zu übersetzen und gleichsam einen Abriss zusammenzustellen. In diesem Zusammenhang habe der Pfalzgraf insbesondere Reuchlins Fähigkeit einer rezipientenorientierten Darstellungsweise gelobt. Reuchlin, der gemeinsam mit anderen Männern von außerordentlicher Gelehrtheit und Weisheit den Heidelberger Humanistenkreis rund um einen den Studia Humaniora zuneigenden Fürsten bildete und von diesem kunstsinnigen Herrscher mit der Erstellung eines Geschichtswerks beauftragt wurde, dieses Bild wird Melanchthon über die folgenden Jahre konstant immer wieder zeichnen und nur geringfügig variieren. In der an alle Art von Amsterdam gerichteten Vorrede zu Rudolf Agricolas gesammelten Werken bezieht er sich 1539 etwa auf Reuchlin und Pallas Spangel als Gewährsmänner für seine eigene Kenntnis von Agricolas Leben und Schriften und bezeichnet den Heidelberger Humanistenkreis als eine Studiorum Societas mit den Mitgliedern Dalberg, Pallas, Agricola und Reuchlin. In einem Brief an Wolfgang von Zweibrücken im April 1542 beruft sich Melanchthon ebenfalls auf Erzählungen Reuchlins über Agricola und den geschichtsinteressierten Pfalzgrafen. Herzog Friedrich von Pommern gegenüber
zieht Melanchthon Anfang 1555 Philipp den Aufrichtigen von der Pfalz und die von ihm in Auftrag gegebene Weltchronik als Beispiel für die Bedeutung der Geschichte hinzu und nutzt auch diese Gelegenheit dafür, auf den Heidelberger Humanistenkreis zu sprechen zu kommen. Bei Pfalzgraf Philipp, deinem Urgroßvater, einem an Weisheit und Tugend herausragenden Fürsten, waren zu dieser Zeit gelehrte Männer in der lateinischen und griechischen Sprache und in den Lehren, welche in beiden Sprachen überliefert sind, nämlich Rudolf Agricola, Johannes Reuchlin und der Bischof von Worms, ein edler Mann, Kanzler Johannes Dahlberg. Nahezu die gleichen Worte wählt Melanchthon in der an Joachim von Anhalt gerichteten Vorrede zur von Ernst Brutto verfassten Genealogia und Chronika des Hauses der Fürsten zu Anhalt im Sommer 1556. Hier schreibt er wiederum unter Berufung auf Erzählungen Reuchlins, aber in deutscher Sprache: Es sind zugleich bei den durchlauchtigsten hochgeborenen Fürsten und Herren, Herrn Philippen, Pfalzgrafen bei Rhein und Kurfürsten, viel gelehrte Männer gewesen, nämlich Johannes von Dalburg, Bischof zu Worms, Pleninger Gemeindes Dietrich von Pliningen, Kanzler, Rudolfus Agricola, Dr. Johannes Reuchlin, Dr. Walter, gemeint ist Johannes Wacker, genannt Vigilius. Melanchthon betont, dass die vom Pfalzgraf in Auftrag gegebene Weltchronik vor allem von Agricola und dem hier zum ersten Mal mit seinem Doktortitel attribuierten Reuchlin erstellt wurde, die zu dieser Arbeit Lust gehabt und sind in Sprachen wohlgeübt und sonst verständige Männer gewesen. Reuchlins Anteil an der Erstehung dieses Werkes schreibt Melanchthon 1558 in der an Erzbischof Sigismund von Magdeburg adressierten Vorrede zu einer Überarbeitung des Chronicon Carionis insofern besonders heraus, als dass er dort berichtet, dass die Heidelberger Chronik auf Grundlage hebräischer, griechischer und lateinischer Quellen erstellt worden sei. Und die Hinzufügung des Hinweises auf lateinische Quellen verweist auf die allgemeine bekannte Potenz Reuchlins als Hebraisten. Etwas ausführlicher zu dessen Funktion innerhalb des Heidelberger Humanistenkreises äußerte sich Melanchthon 1554 in der an Hieronymus von Komastadt adressierten Vorrede zu einer Ausgabe der Ptolemäus-Kommentare des Proklos. Hier erwähnt er, dass Reuchlin im Auftrag Philipps von der Pfalz nach Rom reiste, wo er mit Johannes Agriopoulos und Johannes Festenberg Bekanntschaft schloss und antike Schriften für die Bibliothek Dahlbergs erwarb, und dadurch letztendlich wesentliche Voraussetzungen der neueren nordalpinen Proklos-Rezeption schuf und sich nebenbei in Rom gelehrte und einflussreiche Freunde erwarb, die später während seines Prozesses zu seinen Gunsten Einfluss auf Papst Leo X. nehmen sollen. Melanchthon charakterisiert Reuchlin also in einer ganzen Reihe von Vorreden dadurch, dass er ihn in den Kontext des Heidelberger Humanismus zur Zeit Philipps des Aufrichtigen rückt. Gemeinsam mit Dahlberg und Agricola, die stets genannt werden, und mit den etwas seltener erwähnten Dietrich von Pliningen und Johannes Vigilius bildet Reuchlin während seiner Zeit in Heidelberg, so formuliert es Melanchthon Anfang 1560 in einem Schreiben an Rektor und Senat der dortigen Universität, eine Sodalitas, die nicht nur eine Zierde Deutschlands war, sondern auch den Studien zugute kam. Dabei beruft sich Melanchthon stets auf Erzählungen Reuchlins als Grundlage seiner Ausführungen. Nun sind sich Reuchlin und Agricola in Heidelberg wohl nie begegnet. Die von Melanchthon angesprochene Arbeitsgemeinschaft der beiden ist daher recht unwahrscheinlich. Fruchtbarer allerdings als die Frage, ob Melanchthon hier Dinge durcheinander brachte oder bewusst die Unwahrheit verbreitete, scheint mir die Beobachtung zu sein, dass das Bild des Heidelberger Humanismus, wie es Melanchthon in diesen Jahren zeichnet, mit Reuchlin und Agricola zwei für Melanchthons eigenen intellektuellen Werdegang in unterschiedlichen Aspekten zentrale Persönlichkeiten in einem gemeinsamen Wirkzusammenhang platziert, dessen Auswirkungen er mit dem gerade zitierten Satz 1560 auf einen Punkt bringt. Melanchthon assoziiert also wesentliche Bestandteile seines eigenen wissenschaftlichen Instrumentariums mit Heidelberg, wobei Agricola für die topische Hermeneutik und für Impulse aus dem Bereich von Dialektik und Rhetorik steht, Reuchlin hingegen stilisiert Melanchthon als philologische und historische
Koryphäe mit besten Verbindungen zu anderen Gelehrten und zu einflussreichen Persönlichkeiten von Pfalzgraf Philipp über den Wormser Bischof bis hin zu Vestenberg und Kardinal Domenico Grimani in Rom. Dass Melanchthon sich auf Reuchlin als Gewährsmann beruft, begegnet auch in zwei an Bonifatius Ammerbach im Basel gerichteten Empfehlungsschreiben aus den Jahren 1545 und 1551 sowie in einem Empfehlungsschreiben für Wendelin Gürich vom 1. Mai 1559, in dem Melanchthon Reuchlins Schrift und insbesondere seine hebräische Grammatik würdigt und sogar schreiben kann. Und das muss man natürlich in Pforzheim zitieren, diese Stadt, also Pforzheim, liebe ich um der Erinnerung an Reuchlin willen, wobei, wie Sie sehen, er diesen Satz sofort abschwächt, indem er auch auf seine positiven Erinnerungen an Reuchlins Schwester Elisabeth und an seine Pforzheimer Lehrer verweist. Zwischenfazit. Befragt man Melanchthons Briefe im Vorreden auf das Bild, das er in ihnen von Reuchlin zeichnet, wird ein Bild sichtbar, das den üblichen Kategorien humanistischer Wertschätzung entspricht. Reuchlin als hervorragender Philologe mit einem Sinn für Stilistik und dafür, welche Werke durch ihre Drucklegung der intellektuellen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollten. Dieses Bild wird nach Melanchthons Wechsel an die Leukorea in Wittenberg zunächst abgelöst durch ein Bild von Reuchlin als Teil eines Erasmus, diverse andere Humanisten und auch Luther und Karlstadt umfassenden Avantgarde, die im gemeinsamen Kampf für die Befreiung der Kirche aus ihrer babylonischen Gefangenschaft durch scholastische Mönche, ich übertreibe, vereint sind. Die Einsicht darin, dass Reuchlin diese Gemeinsamkeit mit dem Wittenberger Theologen nicht nur nicht empfindet, sondern sich von seinem einstigen Schützling abwendet, als dieser Wittenberg nicht wieder verlässt, führt zu einer Krise in Melanchthons Reuchlin-Bild zu Beginn der 1520er Jahre. Nun stellt er Reuchlin als wesentlich weniger bedeutend dar als zuvor und signalisiert Hieronymus Baumgart gegenüber sogar deutliche Kritik an der Art und Weise, wie Reuchlin Einfluss auf seinen eigenen Werdegang genommen habe. Zu beachten ist dabei allerdings, dass dieses negativere Reuchlin-Bild nicht wie die bisherigen Aussagen in für eine breitere intellektuelle Öffentlichkeit bestimmten Vorreden, sondern in Privatbriefen begegnet. Auch wenn natürlich auch diese potenziell weitergegeben werden konnten, ist doch nicht anzunehmen, dass sie in vergleichbarer Art und Weise die öffentliche Wahrnehmung beeinflussten, wie Melanchthons zuvor gedruckte Äußerungen zu Reuchlin. In jedem Fall, diese Krise scheint Melanchthon in den ausgehenden 1530er Jahren wieder überwunden zu haben. Seit 1537 erwähnt er Reuchlin wieder in Vorreden und Briefen an hochgestellte Persönlichkeiten und porträtiert ihn dabei als Teil eines Heidelberger Humanistenkreises, in dem unter Patronage eines weisen Fürsten Gelehrte ersten Ranges miteinander den Austausch insbesondere über historische Fragen pflegten und auf Bitten dieses Fürsten in Arbeitsgemeinschaft ein gründlich recherchiertes Geschichtswerk in der Volkssprache verfassten. Vor dem Hintergrund dieser vier Phasen des Reuchlin-Bildes soll nun ein Blick auf die große Reuchlin-Rede aus dem Jahr 1552 gerichtet werden. Als Melanchthon am 30. Juni 1552 dem Poeten und Musiker Matthäus Collinus in Prag schreibt, kann er die Oratio Continens Historia Ioannis Capnonis Quatiensis, wie sie Martin Simon als Dekan der Wittenberger Artes-Fakultät am 28. Juni dieses Jahres vortrug, noch lediglich als im Druck befindlich ankündigen. Im Juli schickt er dann schon Camerarius mehrere Exemplare zur Weiterverbreitung. Und auch wenn er bei dieser Gelegenheit behauptet, die Rede sei freilich dünn, scheint Melanchthon von seinem Erzeugnis doch ein kleines bisschen überzeugt gewesen zu sein, da er den Druck in den nächsten Tagen noch an Michael Meinburg und Johannes Stiegel in Jena, an Petrus Vincentius in Lübeck, Burkhard Bithoff in Münden und an Johannes Cato und Ambrosius Murbanus in Breslau schickte. Diese gezielte Verbreitung dieser angeblich so dünnen Rede legt die Annahme nahe, dass es Melanchthon ein Anliegen war, dem Bild von Reuchlin, welches er in dieser Rede entfaltete, eine gewisse Prominenz zumindest innerhalb des mit Wittenberg enger verbundenen Teils der Gelehrtenrepublik zu verschaffen. Das macht es insofern interessanter, dieses Reuchlin-Bild vor dem Hintergrund der bereits bei der bisherigen Betrachtung gewonnenen Eindrücke zu betrachten.
Der Hauptteil der Rede bildet eine ausführliche Nacherzählung von Reuchlins Lebenslauf, die ich versuche ein bisschen zu raffen. Der in einem bildungsaffinen Umfeld aufgewachsene, begabte Jüngling wird als Begleiter des badischen Markgrafen zum Studium zunächst nach Paris geschickt, wo er Griechisch erlernt, schon bald als Tutor nachgefragt ist und intensive Aristoteles-Studien betreibt. Ins Reich zurückgekehrt, folgt die Magisterpromotion in Basel, dort eine Tätigkeit als Dozent für Latein und Griechisch. Gleichzeitig legt er dort die Grundlagen seiner Beschäftigung mit der hebräischen Sprache, knüpft Verbindungen zur noch jungen Offizin Ammerbach. Nächste Station ist das Studium der Rechte, das Reuchlin mit dem juristischen Doktorgrad abschließt in Frankreich und wo er sich zugleich, wie schon zuvor in Paris, als Tutor für adlige Studenten betätigt. Nach der juristischen Promotion erfolgt die Rückkehr nach Württemberg. Dann wird er von dort sofort wieder in Dienst genommen als Teil einer Delegation Graf Eberhards nach Rom, weil führende Tübinger Gelehrte die Reiseerfahrungen Reuchlins und seine Fähigkeit zur akzentfreien lateinischen Aussprache schätzen. Ebenfalls im Auftrag Eberhards schließt sich die Delegation an den Kaiserhof an. Dort vertieft Reuchlin seine Hebräischkenntnisse beim jüdischen Hofarzt des Kaisers. In Württemberg gibt es den Wechsel von Eberhard zu Eberhard dem Jüngeren. Reuchlin muss aus diesem Anlass fliehen, findet in Heidelberg am Hof des Pfalzgrafen Aufnahme und nicht zuletzt erfolgt diese Aufnahme durch die Viri Amicissimi Dalberg und Agricola. Wie überhaupt, ich hoffe, das erinnert Sie jetzt an etwas, Heidelberg als humanistischer Hotspot beschrieben wird. So lebte Reuchlin im Exil, allerdings an dem zumindest damals blühenden pfälzischen Hof in den Tagen des außerordentlich tüchtigen Kurfürsten Philipp, der sich dort zur gleichen Zeit viele gelehrte Männer aufhielten, von denen jeder einzelne eine bedeutende Universität hätte schmücken können. Der vertraute Umgang mit solchen Freunden ließ ihn das Exil als weniger schmerzlich empfinden. In die Heidelberger Zeit fällt eine reiche literarische Tätigkeit, unter anderem die Abfassung einer deutschsprachigen Weltchronik, aber auch eine weitere Reise nach Rom, dieses Mal im Auftrag des Pfalzgrafen. Dort vertieft Reuchlin wiederum seine hebraistischen Kenntnisse weiter und erregt durch seine souveräne, auch mündliche Beherrschung der griechischen Sprache Aufsehen, das ihm die Türen zu einflussreichen und gelehrten Männern öffnet. Nach der Absetzung Eberhards des Jüngeren kehrt Melanchthon auf Fürsprache von gebildeten Ratgebern Ulrichs nach Württemberg zurück, wo er jedoch keine universitäre Tätigkeit mehr aufnimmt, sondern sich auf sein Amt als Richter des Schwäbischen Bundes und auf seine eigenen gelehrten Studien konzentriert. In diese Zeit fallen der Publikationen der hebräischen Grammatik und des Psalmenkommentars schaffen, so Melanchthon, wichtige Voraussetzungen für hebraistische und theologische Arbeit der Zukunft. Das von Melanchthon dabei sehr stark betonte Idyll des in seinen Garten zurückgezogenen und ganz seinen Studien lebenden Gelehrten, dieser vermochte in seinem abgeschiedenen Stuttgarter Gärtchen nicht einmal zu erahnen, in welcher Art und Weise man diese Angelegenheit betrieben hatte. Also dieses Bild dieses Gelehrten, dieses Idylls wird durch den Streit um die Konfiskation und Verbrennung jüdischen Schriftgutes jäh gestört. Als Reuchlin guten Gewissens ein differenziertes Gutachten erstattet, welches dazu führt, dass der Kaiser die bereits laufende Aktion abbrechen lässt, gerät Reuchlin selbst ins Visier derer, die sich nach Melanchthons Darstellung von der Beschlagnahme der jüdischen Schriften großen finanziellen Vorteile erhofft hatten. Die Auseinandersetzung weitet sich schnell aus, Reuchlin erhält Unterstützung von Humanisten aus ganz Europa, einschließlich derjenigen, die ihn von seiner zweiten Romreise her kennen und auch von Kreisen, die Deutschland aus der Tyrannei der Monarchie befreien wollen. Seine Gegner wiederum ziehen alle Register der Polemik und der Kirchenpolitik. Das Aufkommen des Ablassstreites führt schließlich dazu, dass die Auseinandersetzung um Reuchlin im Sande verläuft. Der alte Gelehrte folgt einem Ruf nach Ingolstadt, wo er Griechisch und Hebräisch lehrt. Nach allen Auseinandersetzungen ist es Reuchlin schließlich vergönnt, in seinem heimischen Württemberg friedlich zu sterben. Melanchthon schließt den Hauptteil seiner Rede mit einer Würdigung der Bibliothek Reuchlins. Anders als 1523 beschreibt er sie jetzt als bedeutend und stellt eine ganze Reihe ihrer Zimelien vor. Die Absicht Reuchlins, durch die Aufstellung seiner Bibliothek in Pforzheim, deren Nutzung durch viele Gelehrte zu ermöglichen, nennt Melanchthon lobenswert.
kann sich jedoch eines Hinweises darauf nicht ganz enthalten, dass durch die seit Reuchlins-Studienzeiten stark zugenommene Anzahl von Druckereien und die damit verbundene leichtere Verfügbarkeit von Büchern die faktische Bedeutung dieser testamentarischen Verfügung geringer sein dürfte, als Reuchlin wohl annahm. Gerahmt wird diese biografische Darstellung durch ein Exordium und eine Conclusio, in denen Melanchthon die Befassung mit der Vita Reuchlins begründet und abschließend bündelt. Zentral ist dabei der Gedanke, dass Reuchlin ein Exemplum mit hohem instruktiven Wert für die studierende Jugend sei. Es ist nützlich, wenn die Lernenden von vielen Beispielen gelehrter Männer Kenntnis haben, denn solche Vorbilder vermitteln sowohl hinsichtlich des methodischen Lernens als auch in Hinsicht auf die Künste selbst zahlreiche Anreize. Die Betonung dieses exemplarischen Charakters bildet eine Art Leitmotiv in der Darstellung von Reuchlins Lebensweg, etwa wenn Melanchthon mit Blick auf den Konflikt Reuchlins mit den Kölnern davon spricht, dass dies ein hervorragendes Beispiel für die Verfolgung des Gerechten durch die Ungerechten darstelle. Besonderes Gewicht legt Melanchthon schon in der Einleitung auf Reuchlins Verdienste als Hebraist. Durch seine Arbeiten habe er die Voraussetzungen für den Einsatz dieser Sprache in der Exegese geschaffen und damit der Kirche einen großen Dienst erwiesen. Vor allem aber ist Reuchlin der paradigmatische Vertreter jenes goldenen Zeitalters, in dem zu gleicher Zeit so viele gelehrte Männer gelebt haben, denen aufgrund ihrer Einmütigkeit sowohl das Leben als auch die Studien von größerer Süße waren und die ihre Mühe liebevoll darauf verwandten, Licht in die Wissenschaften zu bringen und ihnen Glanz zu verleihen. Als beispielhaft charakterisiert den Pforzheimer auch die Conclusio. Reuchlin habe dem Gemeinwesen in Gericht und Universität gedient, für die Kirche sei er durch seine Grundlegung der christlichen Hebraistik zum Wohltäter geworden. Sein tugendhafter und maßvoller Lebenswandel und sein einnehmendes Wesen seien bei den Gebildeten allezeit geschätzt worden, exemplarisch sei auch sein Kampf gegen die Scholastik gewesen. Die Conclusio und mit ihr die Rede insgesamt schließt, wie schon das Exordium, mit der Charakterisierung Reuchlins als Exponenten eines Zeitalters, das Melanchthon dezidiert als positives Gegenbild zur Gegenwart beschreibt. Einzigartig war das Glück jener Zeit, in der er lebte, einzigartig die damalige wechselseitige Verbundenheit der Gebildeten und ihr Glanz. Nun ist ein anderes, ein ehernes Zeitalter gefolgt, in dem sich diejenigen wie die Brüder des Kadmos untereinander bekämpfen, die aufgrund der Ähnlichkeit ihrer Interessengebiete und des Bandes der Religion eigentlich eng verbunden sein müssen. Melanchthon zeichnet also in seiner Rede über Reuchlin ein Bild des Pforzheimers als Repräsentant einer guten alten Zeit der Eintracht frommer Gelehrter unter der Schirmherrschaft wissenschaftsaffiner Herrscher. Dieses Bild passt dazu, wie Melanchthon Reuchlin seit 1537 in seinen Vorreden und in seinen Briefen darstellt. Es ist freilich auch, abgesehen von der Fülle biografischer Details, wie sie die Gattung mit sich bringt, ein bisschen differenzierter als das Reuchlin-Bild der anderen Texte. Heidelberg und Reuchlins historische Studien kommen zwar auch vor und werden gewürdigt, sie dominieren das Bild aber nicht so sehr wie in den Vorreden und in den Briefen seit 1537. Stattdessen liegt ein aus den Briefen und Vorreden so nicht bekanntes Gewicht auf der europäischen Dimension von Reuchlins Werdegang. Und im Vergleich zu den sonstigen Texten werden die hebraistischen Studien eingehender beschrieben und in ihrer Bedeutung deutlicher dargestellt. Bis zu seiner Ankunft in Wittenberg bildeten sie keinen Teil von Melanchthons Reuchlinbild. Die Texte aus der Wittenberger Frühzeit begnügen sich mit der schlagwortartigen Feststellung, dass die Kirche Reuchlin die Möglichkeit einer Exegese des hebräischen Textes des Alten Testaments verdanke, und die Texte nach dem großen Schweigen spielen auf Reuchlins Bedeutung auf diesem Felde nur am Rande an, weil sie auf seine Rolle als Historiker konzentriert sind. Die Darstellung der Konflikte, in die Reuchlin gegen Ende seines Lebens geriet, erinnert insofern an Melanchthons Reuchlinbild aus seiner Tübinger Zeit und seiner Wittenberger Anfangszeit, als dass es das Narrativ der Auseinandersetzung zwischen gebildeten, wahrhaft christlichen Humanisten auf der einen Seite
und ungebildeten, auf persönlichen Vorteil fixierten Gegnern in der Rede als Monarchi bezeichnet, auf der anderen Seite aufgreift. Anders als 1519 ist aber keine Rede mehr von einer Interessengemeinschaft zwischen Reuchlin und Luther, wie überhaupt Reuchlins Reaktion auf die Wittenberger Reformation und damit auch der Bruch zwischen Reuchlin und Melanchthon, wie er sich nicht zuletzt in der Vererbung der Bibliothek Reuchlins an das Pforzheimer St. Michaelis Stift statt an Melanchthon manifestierte, taktvoll ausgespart wird. Und auch sonst Melanchthons direkte Beziehung zu Reuchlin nicht offengelegt wird. Der Gang durch die Quellen zeigt einerseits, dass einige Aspekte konstant zu Melanchthons Reuchlinbild gehören. Dazu gehört, abgesehen von der kurzen Phase zu Beginn der 20er Jahre, die Betonung von Reuchlins gelehrten Verdiensten, vor allem in philologischer und stilistischer Hinsicht. Dazu gehört die Präsentation Reuchlins als eines Vorbildes für die Jugend, die seit 1514 immer wieder in freilich unterschiedlicher Intensität begegnet. Und dazu gehört vor allem die Einzeichnung Reuchlins in einem strukturellen Antagonismus zwischen Bildung und Ungebildetheit, wobei Reuchlin stets als hervorragender Vertreter der Bildung dargestellt wird. Die Gegenseite ist mal durch den kommunikativen Kontext eines Textes, in dem Melanchthon von Reuchlin spricht, präsent. Das ist etwa in der Vorrede zu den Epistel Declarorum Virorum der Fall. Mal wird diese Gegenseite explizit benannt, sei das nun in den Vorreden aus dem Jahr 1519 oder in der großen Rede von 1552. Der Gang durch die Quellen zeigt aber auch, dass das Reuchlin-Bild Melanchthons deutlichen Schwankungen unterworfen ist. Dabei stehen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Aspekte im Vordergrund. Bis zu Melanchthons Ankunft in Wittenberg ist es die stilistische und philologische Souveränität seines großen Förderers. In Wittenberg angekommen sind es Reuchlins Einsatz für jüdische Schriften und seine Ermöglichung des exegetischen Zugriffs auf den hebräischen Text des Alten Testaments. Beides ordnet Melanchthon in eine Interessengemeinschaft von Humanismus und Reformation ein, die er als Fortsetzung der Kontroverse zwischen Reuchlins Unterstützern und den Kölner Dominikanern darstellt. Der Bruch Reuchlins mit seinem einstigen Schützling führt bei diesem dazu, in privaten Briefen ein deutlich negativeres Bild seines Mentors zu zeichnen. Dies bleibt jedoch Epoche. Ab 1537 stellt Melanchthon der Leserschaft seiner Vorreden und den Adressaten seiner Rede von 1552 sowie den oft fürstlichen Empfängern seiner Briefe einen Reuchlin vor, der mit seiner ganzen Persönlichkeit für eine vergangene Epoche blühender Wissenschaften, religiöser Eintracht und kunstsinniger Herrscher steht. Dass Melanchthon dabei besonders oft auf Reuchlins Heidelberger Zeit zu sprechen kommt, mag neben seinen eigenen positiven Erinnerungen an diesen Ort damit zusammenhängen, dass etliche der oben vorgestellten Texte Vorreden für historische Werke sind, für die sich der Bezug zum geschichtsinteressierten Pfalzgrafen Philipp und dem in seinem Auftrag im dortigen Humanistenkreis entstandenen Geschichtswerk sachlich nahelegt. Auf der anderen Seite war diese vergleichsweise kurze Spanne von knapp 3 Jahren, anders als Reuchlins Zeit in Württemberg, keinen politischen Instabilitäten ausgesetzt und eignete sich daher als Grundlage des von Melanchthon vorgetragenen Bildes. Durch seine Vorreden und durch die Reuchlin-Rede, um deren Verbreitung außerhalb Wittenbergs sich Melanchthon selbst kümmerte, bringt er dieses Bild Reuchlins seit 1537 immer wieder in die gelehrte Öffentlichkeit ein. Seit dieser Zeit steht Reuchlin bei Melanchthon für ein vergangenes goldenes Zeitalter und dieser nostalgische Grundzug unterscheidet sich deutlich von den Texten der Jahre 1514 bis 1519, in denen Melanchthon Reuchlin als Teil eines Aufbruchs aus verkrusteten Strukturen in eine bessere Zukunft porträtiert hatte. Während man daher mit Blick auf Melanchthons Reuchlin-Bild bis 1519 mit dem Titel der Tübinger Ausstellung von 2017 von Reuchlin als einem Vater neuer Zeit sprechen könnte, würde es sich mit Blick auf das von Melanchthon seit 1537 propagierte Bild Reuchlins eher nahelegen, den Pforzheimer als Kind der guten alten Zeit zu apostrophieren. Vielen Dank.